Ja, hallo. Herzlich willkommen zur Besichtigung von der Zwei-Zimmer-Wohnung in Stuttgart-Mitte. Ich stehe jetzt gerade im Flur und zu meiner linken Seite hier ist die Eingangstüre. Durch diese Türe bin ich reingekommen und sobald ich im Flur stehe, erschließt sich vor mir der Grundriss. Auf der linken Seite hier ist die Küche. Direkt vor mir ist das Wohnzimmer und weiter vorne rechts ist dann das Bad und das Schlafzimmer. Der zentrale Vorteil dieser Wohnung ist, die Wohnung ist zentral, hier ist eine U-Bahn-Haltestelle direkt vor der Haustür. Und mit der Zentralität ist zur einen Seite aber auch eine gewisse Geräuschentwicklung verbunden. Ich zeige Ihnen das gleich. Und auf der anderen Seite des Hauses ist die Wohnung grün. Also die beiden Vorteile sind zentral und grün. Und wer das sucht und bereit ist, auf einen, nicht zwingend einen Balkon haben muss, der ist hier an der richtigen Stelle. Okay, genug geschwafelt, gehen wir mal durch. Das hier ist jetzt die Küche. Der Boden in der Küche sowie in der Wohnung ist neu reingekommen. Die Wohnung ist neu gestrichen worden. Hier sind einige tausend Euro, 2,5 ganz genau genommen, neu investiert worden, damit die Wohnung hier ein bisschen Charme hat. Küche, ich gehe mal rein. Sie sehen, das ist die große Straße vor mir. Am Ende der Tour zeige ich Ihnen auch die Geräuschentwicklung der Straße. Das ist die Küche. Und Sie sehen, aus der Küche rausschauend wieder auf den Flur ist vor mir direkt das Bad und rechts daneben das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer wieder mit dem schönen Boden. Wobei, Sie können sich überlegen, wie Sie das machen. Ich habe das jetzt mal hier als Schlafzimmer benannt. Es muss aber nicht zwingend das Schlafzimmer sein, weil wer mit offenem Fenster schlafen will, ist hier mit dem Zimmer nicht so gut bedient. Dieses Zimmer zeigt zur Straße raus. Ich mache gleich mal auf, dass Sie das sehen können. Und daher könnte man das hier auch als Wohnzimmer nehmen. Vielleicht sollte man das eher so rum machen. Das hier als Wohnzimmer, weil hier haben wir die Straße. Zeige Ihnen das mal. Sie hören das. Jetzt kommt die Straßenbahn auch. So, und jetzt hören Sie es mit geschlossenen Fenstern. Also die Fenster sind schon schalldicht. Problematisch wird es, wenn Sie mit offenen Fenstern schlafen wollen. Dann wird es hier natürlich schwer. Okay. So, jetzt ist hier wieder mein Flur. Im Bad zeige ich jetzt nicht so sehr viel, weil da noch dieser ganze Kram drin steht und es nochmal gesäubert wird. Deshalb will ich das jetzt nicht so sehr. Ich meine, Sie sehen hier die Grundstruktur, eine Badewanne, ein Waschbecken. Und hier die Toilette, das muss aber nochmal gesäubert werden, das sieht so einfach unordentlich aus. Deshalb will ich hier nicht so sehr viel Zeit verbringen. Okay, und das ist jetzt das andere Extrem der Wohnung, das ist hier grün. Jetzt zeige ich Ihnen das mal ganz kurz, ich halte Sie mal ganz kurz raus, jetzt hören Sie sich mal das an hier. Hier sieht die Welt natürlich anders aus und hier hört sich die Welt auch anders an. Also, wenn Sie mit offenem Fenster schlafen wollen, können Sie das hier perfekt tun. Das riecht auch gut hier. Es riecht nicht wie im Wald, aber gut. Okay, das hier ist das Zimmer 2. Meinetwegen auch das hier kann das Schlafzimmer sein und das andere das Wohnzimmer. Das liegt letztendlich an Ihren Gewohnheiten. Das ist nochmal der Blick in Richtung Flur und jetzt gehe ich wieder in meine Ausgangsposition zurück. Und zeige Ihnen nochmal genau die Straße, dass Sie einfach die beiden Extreme gesehen haben. Und oh, schwupp, das ist meine Straße, das ist der Zugang hier. Okay. So, jetzt nochmal ganz kurz der Schwenk, weil das ist witzig. Sie haben die Geräuschentwicklung von der Seite gehört. Jetzt hören Sie sich kurz die Geräuschentwicklung von der Seite an.
Und dann können Sie nachvollziehen, dass zentral und grün tatsächlich zutreffend ist. Okay, in diesem Sinne bin ich. Ich hoffe, Sie hier umfangreich informiert zu haben. Wenn Ihr Bauchgefühl sagt, ja, die Wohnung würde ich mir gerne angucken, das ist das, was ich mir vorstelle, so möchte ich gerne leben, schicken Sie mir eine kleine E-Mail, ich zeige Ihnen die Wohnung vor Ort. In diesem Sinne, vielen Dank, tschüss.